Wovon würden Sie weniger machen, wenn Sie die Fähigkeiten eines virtuellen Coaches hätten? Wovon würden Sie mehr machen, wenn Sie die neuen Online-Konzepte einsetzen könnten für Ihre Seminarteilnehmer und Beratungskunden? Ich bin Ihr virtueller Coach, Shelia Stevens-Wrussig, und eine von meinen Antworten darauf auf diese Frage ist ganz klar. Ich würde mehr verreisen in Europa und mehr internationale Kooperationen als Coach und Trainer anstreben. Das tue ich ja. Ich heiße Sie herzlich willkommen von hier aus, von diesem wunderschönen Ort, nämlich Stan Inge Slott, ein Schloss außerhalb von Stockholm, wo ich vor 2 Tagen ein Event in Kooperation mit einem schwedischen Coach veranstaltet habe, für eine Gruppe von wunderbaren Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Und als Einblick in die Möglichkeiten von virtuellem Coaching dachte ich mir, wir nutzen dieses als Case Study, um ja, ein paar Beispiele zu erfahren. So, wie lief das ab? Im Vorfeld zu dem Event lief das ganze Planning auf Skype mit der Katie. Wir haben uns dort getroffen, um die Ziele zu setzen für das Event, welche Transformationen wir uns wünschen für unsere Teilnehmer. Wir haben dann gemeinsam ein Online-Coaching-Paket entwickelt mit Videos, mit Audios, mit Prozessen in Form von Texten, aber auch Coaching-Fragen. Und wir haben unseren Teilnehmer und Teilnehmerinnen von dem Event durchgeführt. Also nicht in echt, wir waren nicht dabei, sondern virtuell. Sie konnten in ihrem eigenen Tempo durch diese ganzen Lerninhalte und Coaching-Prozesse gehen und uns Feedback geben. Auch ebenfalls in Form von ihren Antworten auf die Fragen, indem sie Videos gedreht haben und an uns geschickt haben, indem sie Sachen ausgeführt haben, wieder eingescannt und hochgeladen. So waren wir stets in Kontakt miteinander. Es gab außerdem einen Close Facebook Group, wo sie sich kennenlernen konnten im Vorfeld, sich beginnen konnten auszutauschen und einander zu unterstützen. Dann kamen wir natürlich zum Event und wir haben sehr viel mit unseren iPads gemacht. Also viele Prozesse liefen eben digital ab. Im Nachgang nächste Woche gibt es ein Webinar, wo wir gucken, was haben Sie gemacht von den Aktionspunkten, die wir vereinbart haben. Wir bieten denen Unterstützung und Feedback, vermitteln weitere Lerninhalte und schauen vor allem, dass es in den Alltag integriert wird. In der Woche drauf gibt es eine 1:1 Feedback-Runde, also nicht mehr in der Gruppe, wo Sie in den Genuss kommen, von uns 1:1 gecoacht zu werden. Und das online, weil die Teilnehmer aus Deutschland kamen, aus Norwegen, aus Schweden und einfach überall, sodass die virtuellen Medien uns die Möglichkeit geben, trotzdem in Kontakt zu bleiben miteinander. Ja, das sind einige Beispiele, wie ich virtuelles Coaching und Training nutze in meinem eigenen Geschäft. Jetzt haben wir einen Fahrradfahrer hinter uns. Und ja, Sie können das auch lernen, denn in diesem Kurs, was auf dieser Seite angepriesen wird, das ist Virtual Coach Online Mastery. Und das ist mein Online-Intensivkurs für Sie, für Coaches, Trainer, Berater und andere Entrepreneure, die ihr Geschäft teilweise online bringen möchten. Und ich werde Ihnen beibringen die wichtigsten Methoden des Online-Coachings, Trainings und Beratungs. Ich werde Ihnen die wichtigsten Tools und Technologien vorstellen und Ihnen wirklich Schritt für Schritt zeigen, welchen Knöpfe Sie drücken müssen, um diese Technologien zu bedienen, sodass Sie beginnen können am ersten Tag nach dem Kurs mit Ihrem eigenen Online-Angebot. Wir werden eine Landingpage gestalten, wo Sie Ihr Angebot anpreisen, connected mit all den Technologien, sodass es automatisiert abläuft. Und ich kann Ihnen nur berichten, die Teilnehmer bisher waren begeistert, die waren engagiert, die hatten irre Spaß und ihre Online-Angebote stehen. Ich hoffe, ich sehe Sie dabei, und zwar jeden Montag innerhalb von dem Kursrahmen treffen wir uns für den Meisterklassen. Mittwochs gibt es Coachings in 1:1 und in der Gruppe von mir zu Ihnen. Und wir haben auch einen Freitagstermin, das ist unser Abschlussfest ganz am Ende, wo Sie Ihren virtuellen Coach Online Badge verliehen bekommen. Das können Sie nutzen auf Ihrer Homepage, um zu zeigen Ihr neues Status, dass Sie eben online fähig sind. So, wenn Sie auf dieser Seite weiterlesen, werden Sie alle weiteren Informationen erhalten. Und ich stehe Ihnen gerne zur Verfügung in einem Informationsgespräch oder schreiben Sie eine E-Mail an support@herocoaches.com, wenn Sie weitere Fragen, Anregungen und Sonstiges haben. Ich freue mich auf Sie und ich sage auf Wiedersehen von Schweden. Tschüss!